Mit Vergnügen. Ich gehe hier tatsächlich mal rüber. Wir machen hier schon mal die hier fertig. Nebenbei hier oben immer Höfe bauen, lololo. Wir können jetzt hier drüben schon mal die Ölraffinerie bauen. Hier. So. Nebenbei vergesse ich hier immer irgendwas. Ich bin jetzt so ein bisschen so, muss dies, das und jenes machen, ne? Und dann vergesse ich dann doch die Hälfte. Ich sehe ja schon kommen. So, du attackierst mal bitte den Hafen. Ihr Befehl, Meister. Und ihr beschützt das Schiff einfach nur. Das ist eure Aufgabe, das Schiff beschützen. Was, wo? Ach, da ist ein Kanonenturm. Ah! Das ist natürlich heftig. Der hat eine hohe Reichweite. Eine sehr hohe Reichweite. Okay. Rettet euch, Schiffe, rettet euch. Was? Ach, das machen die kaputt, tatsächlich. Finde ich nicht gut. Ganz ehrlich, finde ich nicht gut. Ja, was hat denn das Ding für eine abnormale Reichweite, ganz ehrlich? Das ist echt zu krass. Okay, dann haben wir jetzt ein Problem. Wir haben im Moment nichts, um uns verteidigen. Um uns zu verteidigen. Da oben. Achso, ist ein Helikopter. Hier einfach mal alles ausbessern. Alles. Muss ich halt gucken, ob es noch irgendwie eine Reichweite gibt für Türme oder sowas. Ah, die Türme hier sind natürlich sehr, sehr mies. Besonders halt, weil es gibt sehr, sehr viele. Wir werden aber dann definitiv trotzdem halt mit unseren Kampfpotten dann hier angreifen. Das heißt, wir brauchen sehr, sehr viel Öl. Deswegen gibt es ja auch so, so viel Öl auf der ganzen Map hier. Ne? Du darfst das ruhig reparieren. So. Dann hoffe ich, dass es alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Gold ist ja bald hinüber, das ist okay. Eine Schiffspanzerung brauchen wir dann definitiv. Ich werde das schon mal anfangen hier zu bauen. Ja, und so das Übliche. Alles einfach alles. So, dann kannst du hier nochmal so einen Ogerpalast hier bauen, so einen Maststall. Den haben wir ja noch nicht. Wir können auch hier keine Oger bauen, ne? Nee. Das heißt, er fehlt uns tatsächlich. Oh, ich kann hier das nicht errichten. Okay. Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe eine Kaserne. Ich habe eine Schmiede. Sehr merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Vielleicht gibt es die einfach diese Mission nicht. Okay, gut, dann baust du halt noch ein paar Häuser. Ne? Und wir sehen zu, dass wir hier Öl an Land kriegen. Öl an Land, ja. Na, da unten hier, das habe ich ja nicht freigeballert. So. Dann machen wir hier Kampfpott. Du da kannst bitte zurück ans Holz. Zurück an die Arbeit. So. Trolle sind nie verkehrt. Alles verbessern, was man verbessern kann. So wie immer. Zack. Das ausbauen. Ach genau, deswegen wahrscheinlich. Deswegen kam es jetzt hier wahrscheinlich zu Problemchen. So, und jedes davon kostet immer 700. Ich würde aber halt auch gerne hier das hier weiter ausbauen. Das heißt, ich spare jetzt gerade mal ein bisschen Öl. Aber man weiß ja nicht.
Ich weiß echt nicht, was hier das Maximum ist. Ob hier wieder das Maximum 100 ist als Bevölkerungslimit? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. So, was ich halt nochmal machen könnte dann, wäre hier so eine Alchemistenhülle oder wie auch immer das Ding hieß, hier für einen neuen Zeppelin. Einfach um neu dann irgendwo rumzugurken und sowas. Um was zu sehen. Sie greifen uns an! Wir schlafen euch immer wieder dieselben zu attackieren. Aber ein Ogre ist auch schon down, das heißt, es auf lange Sicht gesehen machen die das schon richtig. Ne? Okay. So, machen wir hier sowas. Nee, ach, egal. Oh, wir können hier ausbilden hier. Zack. Ihr Befehl, Meister. So, du da. Ah, jetzt können wir Ogermaststall und diese Alchemistenhöhle bauen und sowas. So muss es sein. So, das heißt jetzt hier können wir wieder Kampfpotte bauen vom Feinsten. Auch wenn die natürlich ein bisschen arschlangsam sind. Aber was soll's. Hier zählt die Kampfkraft. Immer ich. Ich würde theoretisch gerne neun Kampfpots haben und neun von den Zerstörern. Also jeweils tatsächlich halt einmal so einen Rahmen voll. Und dann halt erst mit denen losschippern, ob das klappt. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, noch weniger. Aber das wird jetzt so gemacht. Das ist schön gemacht. Ich finde auch schön, wie sie hier diese Girlanden hier angebracht haben und sowas. Wie man es halt später auch aus WoW kennt. Ja, Ogermaststall. Kommen wir hier oben hin, dann können wir neue Oger bauen. Weiter ausbauen können wir nicht. Brauchen wir jetzt auch nicht. Ihr dürft euch ruhig damit hinstellen, ja? Ihr müsst nicht irgendwie so abgegrenzt voneinander stehen. Das ist wirklich so... Nee. Also einfach nur... Nee. Nee, bitte, Captain. Du bist der Captain. Irgendwo schießt hier jemand. Ach, hier auf den Gyrokopter. Ach so. Ihr habt nichts zu tun? Das wollen wir ändern. Das wollen wir definitiv ändern. Nicht entern, aber... Ne? Ja, machst du gut. Nicht genug Holz. Na gut, jetzt damit, dass die hier auch Pause gemacht haben hier. Die ollen Holzhacker, kein Wunder. Ganz ehrlich, ist kein Wunder. Ah, wir werden tatsächlich mehr Peons bauen. Wir werden auch hier rüber schippern und hier das Holz abbauen. Ich halte das für eine gute Idee. Das heißt, wir machen hier 6 Peons. Pionze. Du da, hast nichts zu tun. Dann kannst du einmal zurück in das Gold gehen. Und du machst hier noch ein paar Häuses. Es kann nie genug Häuser geben. Also, außer bis zum Bevölkerungsmaximum, ne? So, ein Kampfpott. Fertig zur Arbeit. Mhm. Noch ein. Mit Vergnügen. Was? Irgendwas war da. Egal. Ihr könnt jetzt natürlich halt auch erstmal hier so lange hier an dem Holz hier arbeiten. Da ist das auch weg. Willst du hier nicht mal rumgehen und hier? Nein? Okay. So. Fertig zur Arbeit. Ja, also vier von den Kampfpots haben wir schon. Das ist schon mal schön. Und dann würde ich halt gerne nochmal die Öllache hier fertig machen. Wenn wir dann gleich hier irgendwie Kreuzer haben oder sowas. Kreuzer, ich sag mal Kreuzer, Zerstörer. Ihr wisst schon, Gedöns halt.
Einfach nur Gedöns. Wie hält dieser Ding jetzt noch aus? Ah, nicht mehr so viel. Zum Glück nicht mehr so viel. Ihr Befehl, Meister. Naja. Meister. So, mach da mal das Holz hier weg. Hier, komm, mach immer ein paar Zerstörer, dann können wir da unten rüber schippern und das soweit erledigen. Erledigt. Immer super. Die Orks, ne? Die verstehe ich. Was? Das geht nicht. Aber ich nicht. Immer ich. Du bist der Captain. Das geht echt nicht. Das finde ich nicht okay. Ich hoffe nur, die Türme hat nicht so eine Reichweite. Aber anscheinend braucht er Öl. Da oben greifen sie auch an. Da haben wir einen Ogre vielleicht alles im Griff. Oder vielleicht. Brauchen mehr Ogre. Mehr Defensiv-Ogre hier. Hier. Tatsächlich, die Türme, ernsthaft. Was haben die denn für eine Reichweite? Was? Von irgendwo hier? Bereit, Meister, aber ich nicht. Das ist ein bisschen schlecht. Ich wollte jetzt gerade darüber schippern. Ne, hier so. So, lalala. Hier entlang. Anscheinend braucht er Öl. So, wir schauen mal, wo die Bedrohung herkommt. Von wo? Ach! Der hat ein Unterseeboot! Ah! Das ist natürlich super. So, wir brauchen Verteidigung. Also es wird jetzt hier eine reine Schiffsmaterialschlacht, wenn ich das hier so richtig sehe. Das kann heiter werden. Das kann wirklich, wirklich heiter werden. Ich habe mich so gewundert, so, wo kommt denn der jetzt her? So, dann mach mal Sägewerk. Keine Ahnung, irgendwo da, wo Platz ist hier so. Hier geht er auch mal rüber. Da habe ich sogar noch einen vergessen, bis man will hier nicht rüberkommen, das ist okay. Helft mal hier beim Ballen. So, dann will ich hier von dem Wald hier nichts mehr sehen. Ich meine es wirklich so. Wiesenhof wird hier errichtet, ja? Wiesenhof. So, alle ab ins Holz. So, ihr habt da unten noch Holz, könnt ihr auch noch wegmachen. So, ihr habt keine Goldmine mehr, das ist gar kein Problem. Hier habe ich eine. Muss ich halt hier nur wieder so ein kleines Haupthaus errichten. Ich frage mich nur ein bisschen, wo. Hier würde es vielleicht gehen, wenn die Soldaten immer ein bisschen weggehen. Ja, und diese Kampfpots hier, die sind natürlich ziemlich teuer. Die gehen ganz schön ins Geld hier. Die gehen wirklich ganz schön ins Geld. Und halt die Entwicklung. Aber was soll's. Von nichts kommt nichts und so.